Hallo und willkommen zurück bei Stranded Alien Dawn. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit den Kommentaren an. Na, wir sind ja hier, ich weiß gar nicht, ob es schon Kommentare gibt zu unserer Mauer hier. Ich bin echt gespannt, deswegen fangen wir auch direkt damit an. Ich habe die natürlich schon mal alle gelesen, aber ich kann mich nicht dran erinnern, ich überfliege die immer nur. Und deswegen bin ich echt gespannt. Naja, fangen wir an. Der Lou hat geschrieben. Hallo Mello. Hallo Lou. Schöne Folge, danke. Würde dir gerne ein paar Tipps da lassen. Auch wenn ich weiß, dass du am gestrigen Montag weitere 5 Folgen hochgeladen hast. Ja, es dauert immer ein bisschen, ne? Vor allem, da ich ja auch nicht, da ich das ja neben der Arbeit mache, so als Hobby, kann ich das natürlich auch nicht so einfach ändern, dass das zum Beispiel so wie bei RimWorld täglich kommt, weil ich das zeitlich einfach nicht hinkriege, ne? Aber vielleicht ändert sich das ja irgendwann mal. Egal, machen wir weiter. So, gestrigen Montag weitere 5 Folgen hochgeladen hast. Und es dann, was dauern kann, bis du auf diesen Kommentar eingehen kannst. Ja, meistens immer so 10 Tage, ne? So, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es völlig ausreicht, wenn Emmeline kocht. Aber das sollte sie als einziges auf 1 haben. Nach dem Heilen. Ich weiß gar nicht, auf was wir sie haben. Emmeline. Hat Kochen, ja, sie hat noch Jagen, ne? Gut, wir haben jedem Tragen mitgegeben. Wir machen bei ihr auch mal das Tragen raus. Oh, die Geschütztürme werden gebaut. Ja, wir sind im Slow-Mo drin, ne, damit ich in Ruhe die Kommentare machen kann. So. Wo waren wir? Da sie sonst... Ne, Moment. Kocht. Aber das sollte sie als einziges auf 1 haben, nach dem Heilen. Da sie sonst fast nie am Herd steht. Denn Tragen ist schön und gut. Aber nicht alle Sachen liegen in der Ecke ums Haus. Schön, dass du es selbst weißt, dass die roten... Achso, ja, das ist wieder was anderes. Ja, das stimmt, die müssen mal relativ weit gehen, vor allem im Slow-Mo. Guck mal, wie langsam Daniel geht. Egal. Weiter. So schön, dass du es selbst weißt, dass die roten Punkte bei den Geschützturmen anzeigen, dass dieser Bereich nicht zu erreichen ist. Dennoch frage ich mich, warum du dieses dann unten auf dem Boden platzierst, anstatt ein wenig weiter zu denken und ein höheres Podest in Klammern, also den Boden vom Hausbau nimmst, Klammer zu, und da deine Geschütztürme draufstellst. Des Weiteren sind Lasergeschütze auch schon erforscht, genau wie Raketenwerfer. Und ja, eine Killbox ist gut, da du auch auf einfach spielst, wird diese wohl reichen. Als letztes nur noch eben ein Wort zum Essen. Verbiete deinen Überlebenden rohes Essen zu essen. Die blauen Beeren sind roh essbar. Da rohes Essen Minuspunkte erzeugen, ist zu empfehlen, mindestens so viel Essen vorrätig zu haben, wie du Überlebende hast. Dann lasse Emmeline mal schön kochen. Und ja, sie lieben alle Vielfalt. Ich schaue mir mal dann deine Folgen auch weiterhin an und sorry für den Roman. Also ich erstmal vielen Dank für deinen Roman, ne? Immerhin, je mehr Kommentare geschrieben werden, desto mehr freue ich mich auch darüber, dass es so aktiv ist, ne? Wie bei RimWorld im Prinzip. Ne? Das freut mich sehr. Ne? Also vielen Dank für deinen Kommentar. So, ich habe eine versteckte Militärbasis gefunden, auf dem
der Meteorit gefallen ist. Sie ist ziemlich beschädigt, aber der Inhalt sollte in Ordnung sein. Ein schöner Fund, sehr schön. So, zu dem Podest. Ja, ich glaube, das hat sich erledigt, denn wir haben ja jetzt hier Projekt Mauer in Auftrag gegeben. Ja, ich denke, dann hat sich die Frage, ich habe mich ja gefragt, ob irgendwer noch auf so eine Idee gekommen ist. Das hat sich ja dann wahrscheinlich erledigt, weil mit dem Kommentar hast du ja im Prinzip das schon bestätigt. Ja, wobei, aber auch so eine begehbare Mauer zu bauen, weiß ich nicht. Geschütztürmäßig haben wir alles außer den Raketenwerfer. Also wir haben Laser abwechselnd mit normalen Maschinengewehren. Raketenwerfer haben wir nicht. Können wir aber noch hinzufügen, aber erstmal will ich die hier bauen. Ich weiß gar nicht, ob es da Unterschiede gibt. Wahrscheinlich schon, ne? Naja, müssen wir mal gucken. So, ich gucke auch nachher hier diese Sternchen da, die regen mich schon auf, ne? Aber erstmal will ich die Kommentare machen. So, dann scrollen wir mal hoch. Gerade auf dem rechten Monitor, deswegen will der mit der Maus immer nach rechts gehen. So, wieder der Lou. Das ist jetzt alles der Lou, ne? Bis ich sage, es wäre anders. Also geht davon aus, dass nur der Lou im Moment schreibt. So, hallo Mello. Heute mal keine Anmerkung. Sicherlich könnte ich noch mehr schreiben, aber nein, möchte dich nicht spoilern. Bis übermorgen. Spoilern? Okay, das ist sehr interessant. Du kannst lösen, also wenn das schon passiert ist, ne, dann löse gerne auf, was du nicht spoilern wolltest. Also du sollst nicht spoilern, ne? Aber wenn es dann passiert ist, so dass ich weiß, worum, also dass du nichts mehr spoilern kannst, dann löst das mal auf. Dann bin ich mal gespannt. So. Okay, er minimiert nicht. Sehr gut. So, hallo Mello. Hallo Lu. Wow. Jetzt bist du schon weiter als ich, da ich noch kein einziges Tier gezähmt habe. Ach, das liegt bestimmt nur am DLC. Das hättest du schon längst gemacht, wenn nicht direkt der DLC rauskäme. Zu deinem kleinen Problem mit dem Flammenwerfern gibt es eine einfache Lösung. Neben den Toren einen kleinen Zaun auf beiden Seiten aus Stein oder Ziegel zu bauen. Somit müssen die Angreifer erst am Zaun entlang und rennen in den Flammenwerfer. Genial, oder? Was die Tiere da Wertvolles fallen lassen, kennen wir alle. Und zwar ist das Kot. Wer hätte das gedacht? Das habe ich, glaube ich, sogar in irgendeiner Folge auch gesagt. Wo ich da, ich meine mich dann zu erinnern, dass ich irgendwann mal gesagt habe, so, wer denkt jetzt, dass ich nicht Kot damit gemeint habe? Irgendwie sowas. So, dann kannst du zum Düngen bestimmter Felder nutzen. Hoffe, das bringt dich mal wieder ein Stückchen weiter. Mach weiter so. Mit den Flammenwerfern ist mir gerade noch eine mega geile Idee aufgefallen. Also ich denke, so ist das auch gut. Oh, shit. Links. Nova hat kein Dings mehr. Okay. Kanna hat eine Armbrust. Khan ist noch unterwegs. Momentchen mal. Sekunde. Ich muss gerade mal hier den Kreislauf ändern. Kreislauf 1. Kannst du mal bitte den Dings ändern? Neue Waffe, Laserspeer. Bin ich mal gespannt, wenn die hier durchballern. Wir bleiben aber im Slow-Mo. Ist irgendwie so dunkel hier, ne? So, weiter im Text. Ich wollte dazu noch was... Achso, wegen dem Flammenwerfer. Hatte ich jetzt so die Idee, dass man hier vorne Löcher reinmacht und dann im Prinzip hier diese Mauer wegmacht
und hier überall Flammenwerfer rein, dass wenn die hier durchlaufen, in Flammenwerfer laufen. Das wäre krass, oder? Aber da stehen ja jetzt die Geschütztürme. So, jetzt kommen wir mal weiter hoch. Ich weiß, wir sind im Slow-Mo und warten auf den Angriff. Ich will nur hier die Kommentare gerade noch machen. Hallo Mello, hallo Lu. Tja, was soll ich sagen? Um Zäune zu reparieren, einfach ein Doppelklick auf ein Zaunelement. Ja, man sieht es hier, 55. Und es... Element und es wird eine Reihe markiert. Da kann man dann auswählen unter verschiedenen Objekten, wobei Reparieren auch angezeigt wird. Besonders sinnvoll, wenn fliegende Viecher angegriffen haben. Da diese mit ihrer Säurespucke vieles kaputt machen können, Doppelklick auch mal auf die Türme. Denn wenn die nicht repariert werden nach Angriffen, können die auch komplett zerstört werden. Am besten einfach mal alles doppelklicken, wovon du viel hast, was im Freien steht. Wichtig finde ich sind die hier. Die Strommasten. Ich weiß ja ungefähr, was die immer angegriffen haben. Alter, so im Slow-Mo, ne? Das ist schon irgendwie kurios, im Slow-Mo zu spielen. Das geht null voran. Warum ist das hier so dunkel und so grau? Ich glaube, das liegt an der Jahreszeit und weil Nacht ist oder so. Gut, machen wir weiter im Text. Ich mach mal ein bisschen schneller. Okay, jetzt greifen sie an. Wo waren wir denn? Anstatt der vielen Gefrierschränke könntest du natürlich auch einen begehbaren... Wieso ist der aus? Na toll. Ah, es wird endlich hell. Wir müssen hier noch Lampen hinmachen. Wir müssen hier eine Lampe hinmachen. Weil man sieht es gar nicht. Wieso ist der Kamin auf einmal anders? Ach so, wir haben die Back... Oh! Die Backsteine sind das. Ach so, übrigens, ne? Gute Arbeit. Ja, die zwei Geschütze funktionieren sehr gut. So, wir machen weiter im Text. Also anstatt der Gefrierschränke könntest du auch einen begehbaren Kühlraum bauen. So wie in RimWorld. So mal schauen, was du davon umsetzt. Lu, dazu hatte ich auch mal eine Frage. Guckst du eigentlich auch bei mir RimWorld oder bist du durch Stranded Alien Dawn hier hingekommen und guckst auch nur das? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Weil da bin ich echt neugierig. Ich frage mich eh immer, wie die Leute mich entdeckt haben. Vor allem am Anfang, ne, da habe ich mich immer gefragt, wie finden die mich? So, ich selber habe mich nicht gefunden. Aber es freut mich immer.
So, ja, mit dem begehbaren Kühlschrank, da bin ich tatsächlich gar nicht drauf gekommen. Keine Ahnung warum. War ich irgendwie zu doof für. Bin ich nicht drauf gekommen, ne? Obwohl das so naheliegend ist. Nun gut, machen wir weiter im Text. Oh, das war der letzte Kommentar. Alles klar. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder in den Speedy-Modus rein. Und gucken wir uns an, wie weit sind wir denn hier mit der Mauer? Die Mauer ist im Prinzip, muss die hier nur noch gebaut werden. Hier, das sieht so aus, als könnte man... Nee, könnte man nicht. Ich würde am liebsten gern weiterbauen, ne? Wir müssen im Winter ein bisschen auf die Nahrung aufpassen. Beziehungsweise wir schicken Hahn nochmal los auf Expedition. Hier haben wir Raumschiffstrümmer, eine Tachyonquelle, Trümmer eines Öltankers, Trümmer im Kraftstofftank. Was ist denn mit den Waffen? Hat er denn jetzt Waffen mitgebracht? Naja, mache nochmal den Öltankerhahn. Er ist nicht gerade glücklich. Egal, Hahn. Auf geht's. So, Fleischdruck. Ja, wir müssen halt gucken, ne, dass wir irgendwie... die Produktion aufrechterhalten, nicht hiervon. Eingelegtes Gemüse, interessant. Können wir hier machen, eingelegtes Gemüse. Sagen 100, ne? Wir haben ja hier genug von dem Teil, können wir einlegen. Gut für den Winter. Aber wichtig ist halt hier Flüssigzeug. Bis 500. Ich würde sagen, davon machen wir zwei. Kann ich den einmal bitte kopieren? Nein, ich will... hier, Flüssigsprengstoff. Na, das Insektenfleisch können wir dann direkt wieder benutzen. Wegen den Leuten, ne, immer so viel auf Vorrat haben, wie viel wir Leute haben. Wir haben 6 Leute, wir machen zu jedem immer 6. Es fehlt halt an Ressourcen. Ja, jetzt brauchen wir natürlich den Kühlraum auch nicht mehr bauen. Naja, wir haben das jetzt ja eh schon anders gemacht. Müssen Steine, müssen wir wieder hier schmelzen. Ist aber in Arbeit. Genau, da war der Landeplatz. Ah, hier, das nächste Geschütz. Kreislauf 1. Hier hinten sind Lasergeschütze. Hier liegt Kacke. Oh, warte, wir müssen Kacke beobachten. Wir müssen noch Kacke beobachten. Das ist wichtig. Beobachtet die Kacke. Daniel, das ist für dich ganz wichtig. Was ist denn mit dem los? Habt ihr das gesehen? Die Expedition wird angegriffen. Das ist das erste Mal. Eine Bestie ist ganz in der Nähe. Ich kann es hören. Es kommt. Lauf weg. Ich meine, er ist zwar ziemlich gut im Kämpfen, aber... Nova ist besser, aber nicht so viel besser, ne? So, wir haben Gülle entdeckt. Was machen wir denn jetzt mit der Kacke?
Alter, du bist riesig. Was machst du da? Dieses Tier ist nicht zähmbar. Sind Vögel zähmbar? Nee. Ich würde ja gerne eine Mantis zähmen. Ich hoffe, Hahn überlebt. Nova hat alte Ausrüstung. Ach so, wir haben keine Pullover. Was ist da los? Warum haben wir keine Pullover? Ach, ich glaube, das liegt daran, weil Kanna momentan eher auf Montieren ausgelegt ist, damit wir hier mal weiterbauen. Sind alle Fenster zu? Ja. Musikabend! Eine tolle Idee, lass uns es tun! Nova will einen Musiker machen. Hahn ist auch wieder zurück. Dann hat das Weglaufen funktioniert. Oh, wir brauchen nur noch CPU-Kerne. Und dann wäre die Orbitalantenne auch fertig. Ja, ich würde tatsächlich das Essen gern rausnehmen, dass die wirklich nur hier raus Essen holen. Aber dafür kochen die irgendwie zu wenig. Egal. Lou hat's gesagt, also machen wir das. Wir verbieten das rohe Essen, bis einer am Verhungern ist. Rohes Essen wird verboten. Wir dürfen. Emmeline muss wirklich jetzt dann nur kochen. Ich find's halt auch lustig, dass sie hier kocht. Naja, egal. Hauptsache, sie kocht. Ja, ist ein bisschen weiter weg. Er ist ein bisschen näher, hätte ich gesagt, ja, ja. Der Musikabend beginnt. Leute, Musikabend. Wer macht denn Musik? Oh, hier. Geht los. Wer fehlt? Da fehlt einer. Hahn ist da, Kanna ist da, Daniel ist da, Lara ist da, Nova ist da. Wo ist Emmeline? Da kommt sie. Was, warum ist sie so weit weg? Ich glaube, wir brauchen mittlerweile mehr Tische. Kann das sein? Stell den mal gerade nach da. Ich wollte den den bewegen, ne? Warte, kann ich die alle bewegen?
So, dann machen wir einen Tisch. Auch noch hier hin. Haben wir jetzt zwei Tische hier. Hanna, du kannst dich ruhig aus montieren. Festlegen, ne? Ich werde bei ihr das Jagen auch runter machen. Heilen gebe ich ihr nicht. Ach, sie hat noch Versorgen. Ich mache Versorgen bei ihr auch mal eine 3, dass sie wirklich sich aufs Kochen konzentriert. So, Hahn, Aufgabe für dich. Notsignal. Hahn macht es. Es kostet halt wieder Ressourcen, ne? So, wir brauchen auch wieder Stein. Wobei die Mauer ist tatsächlich durch. Die Mauer ist durch. Wir brauchen trotzdem mehr Stein. Lol, hier gibt's Hunde. Daniel, das ist eine Aufgabe. Eine Veggie-Rüstung. Ist sie besser? Kann ich das irgendwie sehen? Okay, die synthetische ist besser. So, ich bin zu spät. Ja, verschwinde erstmal, bevor er auch angegriffen wird. Wir wollen ja eigentlich Leute da retten, ne? Was wurde hier gebaut? Ah, hier die Wand noch. Ich sehe aber auch keine Steine mehr, ne? Ich glaube, wir haben wirklich alles an Steinen in der Umgebung geholt hier, ne? Also aus der näheren Umgebung hier sind noch Felsbrocken. Aber guck mal, hier ist schon ein Insektennest. Scheiße, ich würde das echt gern beobachten. Aber da brauchen wir erstmal die besseren Waffen, würde ich sagen. Das ist gar nicht so weit weg von der Basis. Guck mal, das ist direkt hier. Oh, das sind Hunde. Zähmung von Hunden.
Also wir können Hunde zähmen. Hier liegt jetzt überall Kacke rum. Ob die dann auch wie bei Rimuel tragen helfen können? Und können die auch kämpfen? Ich würde sagen, wir jagen noch mal ein paar Ulfen hier. Das sind alles Männchen, ne? Nee. Okay. Auftrag abbrechen. So, wo sind die? Die sind eher rechts. Wir haben noch keine Verteidigung. Also noch kein Geschütz oben hier. Die sind schneller als erwartet. Da sind auch Schießer mit dabei. Ich habe auch einen Fehler gerade entdeckt. Okay, wir beheben den Fehler mal eben, nachdem die hier freigegeben sind. So, die Mauer einmal bitte reparieren. Hä, die haben gar keinen Schaden genommen. Doch, aber ich kann die nicht reparieren. Fehlende Ressourcen. Das ist bitter. Und zwar der hier, der ist auch im Kreislauf 1. So, ich werde den hier, den, der und der, die gehen in den Kreislauf Nummer 2. Also diese Mauer ist Kreislauf 2. Dann wird diese hier Kreislauf 3 und hier wird Kreislauf 4. Wir können die hier schon mal auf Kreislauf 4 wechseln. Also diese drei wechseln wir auf Kreislauf 4. Die Geschütztürme gehen dann auch auf Kreislauf 4. Giftige Asche. Hahn.
Mach mal hier. Giftige Asche gefällt mir aber gar nicht. Ist die Lederrüstung besser? So, 10,5. Nee. Ja, Munder, hier sind Metalllegierungen drin. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Okay, es wird eine CPU gemacht. Eine Statue. Eine Hundestatue. Wir müssen halt Steine besorgen. Ich hätte natürlich gerne Sniper, ne? Hier müssen mal Meteoriten runterkommen, die Steine haben. Hier sind noch Steine. Hier ist noch Erz. Doppelklick markiert leider nicht so viel, ne? Boah, hier liegt aber Gülle rum. Eine Gehirnwäschemaschine. So, was haben wir? 75% stumpfsinnig zu werden. 25% Chance, genial zu werden. Also, ich habe eine experimentelle Gehirnwäschemaschine gefunden. Aus den wissenschaftlichen Protokollen geht hervor, dass sie die Intelligenz von nichtmenschlichen Lebensformen ankurbeln sollte, aber unvorhersehbare Ergebnisse lieferte. Das System scheint funktionsfähig zu sein, aber die Energie hat nur noch genug Ladung für einen einzigen Vorteil. Was soll ich tun? Bau die Maschine ab. Das machen wir nicht. Zu riskant. So, ich will hier Felsbrocken. Ich will dieses Nest. Wieder ein trächtiges Tier. Wir müssen dann irgendwann müssen wir die Tiere dann schlachten, ne? So, aber der Sommer geht langsam vorbei. Das ist gut. Versorgen? Was ist denn versorgen? Ach so. Ja. Hahn bricht zusammen. Was ist los, Hahn? Ach, guck mal hier. Das orbitale Funkgerät.
Das dauert aber echt lange. Zum Bauen. Hätten wir die Sniper, würde ich hier angreifen. Und dann würden wir dieses Ding hier scannen. Weil ich brauche nämlich hier die Felsbrocken. Wir haben gerade irgendwas angegriffen. Die haben hier den Vogel angegriffen. Da direkt ein Achievement. Kontakt. Ja gut, dafür muss erstmal hier das Ding stehen, ne? Fehlt eine CPU. Genau, Nova und Lara, die kümmern sich jetzt hier um Stein. Hey, wir haben doch Notstrom. Der läuft auch, aber der produziert nicht genug. Dann würde ich sagen, bauen wir zwei von denen. Zwei Notstromgenerator. Einmal bitte eine Kopie bauen. Ich wollte doch so irgendwie so einen Batterienbaum bauen. Batterienraum bauen, oder? Hatte ich das nicht vorgehabt? Ich meine, ich hätte das vorgehabt. Wir bauen das jetzt aus Holz, weil ich keinen Stein habe. Ich muss mal gucken, wie ich Ziegel mache. Aber wahrscheinlich auch aus Stein, oder? Hier, Ziegel. Was? Aus Heu? Eine Sternschnuppe. Aus. Ich kann es immer noch nicht glauben. Aus Heu? Die tun Heu rein und kriegen Ziegel raus. Wir dürfen nur noch aus Ziegel bauen. So, Hahn. Sekunde. Ups. Aus Versehen verklickt.
Wir brechen das hier wieder ab. Und wir reißen es auch wieder ab. Machen es so. Holztreppe abreißen. Moment, der hat die Holztreppen. Nein! Ups, habe ich jetzt... das ist ja ärgerlich. Okay, Treppen. Holz. Habe ich noch eine Holztreppe aus Versehen weggemacht? Ja, hier. Was ist denn hier passiert? Oh Gott. Das ist natürlich richtig kacke, ey. Ist da jetzt auch kein Dach drauf? Oh, das Dach ist auch ab. Was ist denn das für ein Dach? Ein Steindach. Ach, sorry. Wieso geht denn das jetzt mit dem Dach nicht? Mensch. Mensch. Schon wieder ein neues Insektennest. Ist aber ein bisschen weiter weg. Überlappendes Fundament. Du sollst auch nur ein Dach bauen. Dach. Kein Fundament. Warum geht denn das nicht? Der will direkt ein Fundament damit machen. Du sollst nicht ein Fundament da machen. Du sollst nur ein verdammtes Dach machen. Hä, was ist dein Problem? Warte, muss das vielleicht runter? Ah, ich verstehe. Jetzt habe ich es verstanden.
Was habe ich denn hier für einen Boden reingemacht? Es fehlt das Fenster. Ich schätze mal, wir werden später alle Häuser upgraden. Auf Ziegel. Ah, eine Brennerei haben wir noch, die können wir noch bauen. Sprengfallen. Natürlich jetzt ein bisschen doof wegen dem Teil. Aber wenn wir jetzt genug Holz produzieren. Ah ne, warte, wir müssen Heu. Wir haben sehr viel Heu. So, hier müssen wir noch Ziegel reinnehmen. Hier müssen wir auch noch Ziegel. Ich weiß gar nicht, welche Folge das ist. Folge 20 hier, ne? Also Doppelfolge. Aber wenn wir so viel Ziegel produzieren, müssen wir natürlich viel mehr Heu produzieren. Ich meine, wir haben noch 2400 Heu. Das kann ein bisschen warten. So, destillieren. Süßer Sirup. Schön ein bisschen Alkohol. Wo macht man denn Tee? Im Gärfass. Keine Forschung haben wir. Wir müssen suchen und produzieren vorher haben. So, den hier machen wir jetzt zu Bier. Man kann nie genug Bier haben. Dann stelle ich hier noch eins hin. Ein verhungerndes Tier. Naja, wir haben doch Essen hier drin. Ich kann doch einfach essen gehen. Es regnet. So, wir haben aber langsam zu warme Kleidung, ne? T-Shirt.
Sommerhose. Nichts. Sommerschuhe. Oh! Nichts. T-Shirt. Sommerhose. Nichts. Sommerschuhe. Moment, sie hat schon Sommerschuhe. Krass, wir haben einen Laserspeer. Nova kriegt erstmal einen Laserspeer. Das Problem ist, sie werden wahrscheinlich hier angreifen. Weil wir schicken Nova hier runter. So, der kommt in Kreislauf Nummer 2, ne? Hier ist eine riesen Schwachstelle. Aber wir haben auch nicht die Ressourcen, das hier umzubauen. Aber wir können jetzt aus einer Ziegelwand, können wir eine Ziegelwand bauen? Eine Befestigung aus Ziegel. Das wäre jetzt praktisch. So, Wechsel zu 2. Genau wie hier. Die müssen halt noch gewechselt werden. So, anscheinend produzieren wir nicht genug Strom.
Obwohl wir so viele von denen haben. Okay, wir brauchen viel mehr von den Solardingern und so. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal einen Batterienraum. Aber da kümmern wir uns, was ist mit dem? Sonnenkreislauf 2, ist doch alles normal. Also würde ich sagen, war es das für diese Folge? Wir... Was? Ne, ist richtig. Also bis dann. Ciao.